Ich liebe das Radfahren. Erst auf langen Touren kommen in so einen Flow aus Freiheit hinein, der einfach unbeschreiblich ist. Bei der heutigen Tour bin ich 150 Kilometer unterwegs und strampel dabei auf den 1055 Meter hohen Auerberg im Ostallgäu mit nur einem Gang hinauf. Oben geht es dann noch durch den Kirchturm von St. Georg noch ein Stückchen höher und die Aussicht ist Bombe. Runter lasse ich es dann mal so richtig krachen. Das und noch mehr schöne Eindrücke gibt es nach dem Intro. Servus, der Tobi hier. Eigentlich wollte ich ja heute filmen, wie ich mit der Minigun in den Gremmel reinmarschiere, aber das geht leider nur im Actionfilm. Ich mache heute meine Radtour und ihr seht, seit 2 Wochen hat es nicht geregnet bei uns. Es ist ziemlich trocken, was natürlich schön ist, weil alle Wege richtig schön trocken zum Befahren sind. Ich bin heute wieder mit meinem Renner unterwegs, mit einem Gang. Und nachher gibt es ein paar schöne saftige Anstiege, die will ich dann wieder mit dem Rad hier hochprügeln. Das macht dann richtig Bock, sich da so richtig schön zu verausgaben. Also genießt die Tour, begleitet mich ein Stückchen und dann gebt mal Gas. We are waiting to the fever. Los geht der lange Ritt über wenig befahrene Nebenpisten. Die Gegend hier um Landsberg am Lech ist flach wie ein Brett. Mit dem Wind im Rücken kann man so ziemlich schnell ziemlich viele Kilometer machen. Bei der Sturmjagd bin ich immer wieder gerne in dieser Gegend unterwegs. Überall hat man Standorte mit super Sicht, nur leider kracht es weiter südlich wegen der besseren Hebung durch Hügel und Alpenrand oft heftiger. Nur wenn es die Gegend hier erwischt, dann hast du mit die dicksten Brummer, die in Bayern möglich sind. Immer weiter geht die Fahrt durch die Agrarsteppe mit einigen verschlafenen Bauerndörfern dazwischen. Also bis jetzt geht's gut, hey. Wunderbar, die Route, kein Verkehr. Wunderbares Wetter, na gut, ein bisschen trübe ist es wegen den ganzen Blütenstaub, was jetzt dann alles in der Luft ist. Rückenwind habe ich auch, aber so schön angenehm wird das nicht bleiben heute. Die Piste habe ich auf gut Glück bei Google Maps hier rausgesucht. Ich dachte eigentlich, dass dies ein guter Feld- oder Waldweg ist, aber die schmale Straße ist sogar asphaltiert, was das Vorankommen sehr angenehm macht. Ich liebe Windräder, diese leisen Geräusche der Rotorblätter sind einfach herrlich beruhigend. Am liebsten würde ich mir so ein Ding in den Garten stellen und alles damit machen. Heizen, kochen, waschen und den Tesla in der Einfahrt zum Chasen laden. Das Problem ist nur, dass ältere weiße Herren in der Nachbarschaft mit zu viel Zeit schnell Wind davon bekommen und 5 Minuten später steht die Bürgerinitiative, die das verhindern muss. Die direkte Route geht nun mal kurz über eine Schotterpiste, danach ist die Strecke wieder Premium. So, jetzt ist vorbei mit der gemütlichen Flachlandfahrt. Da hinten in dem Tal ist Buchlohe.
Und jetzt geht's in das unterallgäuerische Hügelland rein, nenne ich das mal so. Jetzt geht's erstmal so leicht weiter mit ersten kleineren Hügeln. Und dann kommen zwei richtig schöne Rampen zum Auerberg hoch. Also, ballern wir's durch. Das Unterallgäu ist das hier knapp nicht mehr. Ich bin jetzt bis zur Rückfahrt im Ostallgäu unterwegs. Juhu! Jetzt ist es Schluss mit gemütlich. Bei Osterzell geht es eine ordentliche Rampe hinauf. Mit dem ganzen Körper muss man da arbeiten. Mit gegensätzlichen Drücken und Ziehen am Bullhornlenker und mit den Klickpedalen prügele ich das Rad die Steigung hinauf. Später musste ich feststellen, dass parallel zur Straße eine alte Eisenbahnlinie zum Radweg umgebaut wurde, die deutlich weniger steil ist. Oben geht es bei leichtem Anstieg weiteren Freiheitsenergien entgegen. Ist schon cool, zu was wir Menschen fähig sind zu bauen. Ich bin auf gut 800 Meter unterwegs, was etwas riskant ist wegen der lokalen Schneelöchern. Mit den dünnen Straßenreifen backerst du darin, wie wenn man probiert auf Sand zu radeln. Zum Glück ist das hier die einzige schneebedeckte Fahrbahn auf dem Weg. Ey, die ganze Tour, nur solche Wege und auch die ehemalige Zugtrasse wäre auch so gewesen. Immer noch geht es die meiste Zeit leicht bergauf. Nach dem Ort Grottenhill kann ich jetzt endlich mal so richtig rollen lassen. Die Erhebung, die gleich in der Ferne auftaucht, ist der Auerberg, mein Ziel heute. Ich gehe aus Richtung Rettenbach am Auerberg den Schlussanstieg an, wieder über einen sogenannten Promilleweg, wie man in Bayern sagt. Ein Promilleweg wird für den Heimweg mit dem Auto benutzt, um nach 3 Maß Bier nicht der Polizei über den Weg zu fahren. Der eine Gang am Rad wird immer schwerer. Komischerweise sind es gar nicht die Beine, die beim Bergauffahren mit einem Single Speed das Problem sind. Es sind die Muskeln im unteren Rücken, die am meisten brennen, bis man dadurch keinen Druck mehr auf das Pedal bekommt. Den ganzen Berg bin ich jetzt nicht hochgekommen. Letztes Mal ging es ganz gut, aber heute irgendwie fehlt doch noch Kondition. Wahrscheinlich liegt es an der Kälte, die ich 5 Wochen lang hatte diesen Winter. Und ja, die schlaucht irgendwie immer noch rein. Echt heftig. Naja, ich mache jetzt hier kurz Pause und trab den Rest noch hoch. Das muss schon noch sein.
Ja, und dann genießen wir dann oben noch die Aussicht. Bevor einer fragt, nein, die Erkältung war kein Corona. Mit vollständiger Impfung sind außerdem Langzeitsymptome so gut wie ausgeschlossen. Also booste ich mal noch den Rest vom Berg hoch. Geschafft. Easy, easy. Die Kirche St. Georg steht direkt auf dem Gipfel vom Auerberg. Aus dem schönen Kirchenraum kann man eine schmale, enge, alte Treppe zu der Aussichtsplattform am Kirchturm hochkraxeln. Herrlich, diese Aussicht. Winterstürme können hier oben schon mal Böen bis 160 Kilometer die Stunde drüber scheuchen. Der letzte Versuch hier oben, sowas zu filmen, ging ordentlich daneben. Die Kaltfront kam so ungünstig rein, dass es nicht mal für Orkanböen gereicht hat. Dafür mäht es in der benachbarten Schweiz viele Wälder um. Aber Hauptsache, ein fliegender Biertisch hat noch einen Autoscheinwerfer gekillt. Dann geht es wieder runter vom Turm. Mit Rucksack ist das schon ziemlich eng.
Auf dem letzten geraden Stück kann man es nochmal so richtig laufen lassen. Dann schwenke ich wieder auf den traumhaften asphaltierten Weg runter nach Rettenbach am Auerberg ein. Das ist die Route, die ich schon raufgeprügelt bin. Das waren jetzt gerade klasse Abfahrten. Ich fahre jetzt gerade weiter nach Landsberg. Da geht es durch ein schönes Waldstück hindurch mit einigen Lichtungen. Ich höre da hinten ein paar Motorsägen. Ich hoffe, dass die Route, die ich mir ausgesucht habe, nicht durch Waldarbeiter blockiert ist, weil die will ich ja heute auch nicht stören. Dann heft ich heute wieder in den Rucksack und dann ballern wir weiter. Heft. Alles frei, die Waldarbeiter sind da rechts abseits des Weges beschäftigt. Auf dem Video sieht man es kaum, aber es geht hier die ganze Zeit ganz leicht bergab. Da kannst du sowas von gleichmäßig schnell runterspulen. Das ist sowas von unnormal geil. Die Sonne steht mir so im Rücken, dass ich immer meinen eigenen Schatten quasi vor mir herradeln sehe. Irgendwie steigert dies das Feeling beim Radeln, weil man sich immer irgendwie auch selber zuschauen kann.
Langsam komme ich aus dem Sachsenrieder Forst raus und bin gerade auf dem Weg Richtung Fuchstal. Da dies nur der Zubringer zum Wald ist, ist so gut wie kein Verkehr. Erst kommt der andere mit seinem Fendt angebrettert, um mich dann gleich wieder zu überholen, wohl vor lauter Hurdler was im Hof vergessen. Dann geht's mit einem guten 30er Schnitt durch die Ortschaft Fuchstal. Ja, gesperrt, weil da jetzt am Samstagnachmittag noch irgendjemand arbeiten wird. Junge. Was ihr nicht hört, auf dem Kopfhörer habe ich das Navi einer großen Suchmaschine laufen und ratet mal, welche Strecke ich hätte nutzen sollen. Ich bin kein Zug. Die angepasste Route ist auch nicht gerade optimal, aber zumindest befahrbar. So. Ja, so schaut's aus, wenn man Google nach dem Weg fragt. Aber hier ist schon natürlich. Wird's doch schon wieder besser hier. An der B17 geht es jetzt Richtung Landsberg am Lech weiter und so muss das sein. Wie in Holland, schön durchgehender Radweg entlang der Bundesstraße. Ohne mal hier, mal da auf einen engen Gehweg, mal hinten rum, mal gar nicht. Den kann man auch mal schön mit dem Renner benutzen. So, jetzt geht's auf direkten Weg von Süden her nach Landsberg am Lech hinein. Die Mauer rechts von mir soll bei Hochwasser verhindern, dass die Häuser auf der linken Straßenseite vom Lech unter Wasser gesetzt werden. Aber generell ist der Lech durch den Forgensee, den größten Stausee des Landes, extrem gut gegen Überflutung gesichert. Hochwasserspitzen können mit ihm über mehrere Tage gleichmäßig abgelassen werden. Da wären wir in Landsberg mit dem riesigen Wehr und der schönen Altstadt, für mich die schönste Stadt in Bayern.
Die Innenstadt spare ich mir heute. Bei dem schönen Wetter ist es da bumsvoll, vor allem an der Lechpromenade. Zum Abschluss der Tour düse ich noch nördlich von Kaufering durch eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Hier führt ein schmaler, aber guter Weg erst direkt am Wasser entlang und später durch einen idyllischen Auwald, der aber durch den Klimawandel gar nicht mehr so gut ausschaut. Im Sommer sieht man das besonders an dem spärlichen Grün vieler Bäume. Fahrrad ist fertig, das macht irgendwelche komische Geräusche. Ich bin auch ganz schön fertig. Zum Glück habe ich jetzt nur 20 Kilometer heim, da hoffe ich, dass der Hobel noch hält. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Allen einen schönen Tag. Servus, sagt der Tobi.